Telegram, Wire, Signal, WhatsApp und Co. sind bei Textnachrichten momentan Status Quo. Für Tablet und für Handy sind die Dienste echt ein Segen. Damit kann man sogar im tiefsten Dschungel Freundschaft pflegen. Auf das auch jeder Depp von dieser Technik profitiert, ist ein Rechtschreibprüfprogramm bereits vorinstalliert. Doch diese künstliche Intelligenz kommt beim Mitdenken nicht mit. Und ehe man sich's versieht, schreibt sie einen ziemlichen Shit. Hört's zu, ein kleiner Mitschnitt. Ich liebe deine Kacke, ich trag sie rund um die Uhr. Verdammt, ich meinte Jacke, blöde Autokorrektur. Und dann hab ich bei C und A 5 Hoden amputiert. Selbstverständlich nicht, ich hab 5 Hosen anprobiert. Keiner spendet Rost und Naht, ich mein natürlich Trost und Rat. Wir treffen uns im Swingerhub, na na na, Moment, im Kinderclub. Auch Bimmel statt Pinsel, bei der Rasur geht aufs Konto von der Autokorrektur. Der Algorithmus, unbelehrbar stur, kennt kein Pardon, textet lustig, peinlich, digitale Kommunikation. Mit Deutsch und Ausdrucksweise, die von der Norm abweichen, hinterlass man beim Empfänger 100.000 Fragezeichen. Überreiß man dann den Bock, ist es meistens zu spät, und man steht da wie der letzte Analphabet. Jedoch mir kommt es Spanisch vor und ich hab den Verdacht, dass das heimtückische Telefon das absichtlich macht. Und jetzt zum Mitschreiben, Obacht! Ich liebe deine Kacke, ich trag sie rund um die Uhr. Verdammt, ich meinte Jacke, scheiß Autokorrektur. Und dann hab ich bei H und M 5 Hoden amputiert. Selbstverständlich nicht, ich hab 5 Hosen anprobiert. Keiner spendet Rost und Naht, ich mein natürlich Trost und Rat. Wir treffen uns im Swingerhub, na 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 na, Moment, im Kinderclub. Auch Bimmel statt Pinsel, bei der Rasur geht aufs Konto von der Autokorrektur. Wir haben reichlich Kokain im Haus, na Koffein hab ich tippt. Hoffentlich liest die NSA den Scheiß nicht mit. Das Candlelight-Dinner wird zum Cola-Light-Döner. Es ist zwar richtig geschrieben, aber dies macht's auch nicht schöner. Meine Haare sind zerzaust, weil meine Brüste, was, nicht auffindbar. Ich wünsch dir viel Vergnügen in der Bukake-Karaoke-Bar. Manches ist recht peinlich, was man vorschnell formuliert, weil man seine Postempfänger damit nicht wirklich imprägniert. Man könnte der Meinung sein, dass solche Pannen nicht passieren, schult man die Rechtschreibprüfung aus und ein dafür das Hirn. Von deaktivieren, keine Spur, da bleibt man stur, na sicher Schur. Außerdem macht nicht nur die Jugend auf dem Tastaturparcours keine gute Figur, man braucht kein guten Deutsch mehr für Matura, dank Autokorrektura.